Herzlich willkommen zu weiterem Part von Pokémon Trading Card Game 2. Und bevor ich weiter blöde Sprachfehler habe, werden wir mal direkt hier gegen Bernard antreten. Und zwar ist Bernard der Anführer dieser Burg. Und der will uns erzählen, dass man in seinem Deck immer ganz gute Karten in seinen Deck haben sollte, weil nutzlose Karten sind scheiße. Ich glaube, das wissen wir auch schon so. Und bei dem Duell gegen Bernard ist es nämlich so, dass eine spezielle Regel wieder angewandt wird. Und zwar verlieren die Pokémon ihre Schwäche gegenüber Wasser-Pokémon. Ich benutze dasselbe Deck, was wir auch davor benutzt haben, gegen Evoli und so weiter. Ich hoffe, dass wir mit unserem Deck relativ gut gegen Bernard bestehen können. Und ich hoffe, wir ziehen auch gute Karten. So, Evoli, na, ich bin nicht ganz so zufrieden, weil ich kann zwar Evoli ausspielen, aber es kann sich nicht so wirklich wehren, außer mit Tackle. Wir gucken einfach mal. Wir haben ja noch Professor Eich auf der Hand. Das können wir im Notfall auch noch benutzen. Aber mal gucken, hoffentlich darf ich anfangen. Ja, immerhin. Immerhin. Gerechtigkeit. So. Dann haben wir schon mal die Psychoenergie-Karte. So. Wir tun einfach mal hier Wasserenergie auf Eevee setzen und wir greifen einfach mal direkt mit Tackle an. So. Dieses Glumanda ist auch nicht so schlecht, weil es hat eine ziemlich gute Poke-Power. Und zwar Get a Fire. Du kannst nämlich direkt ja, ich habe gerade überlegt, warum macht er das eigentlich jetzt, weil die Attacke macht keinen Sinn, die Pokepower, weil du kannst mit der Pokepower von Glumanda eine Energiekarte von irgendeinem anderen Pokémon, was du hast, auf Glumanda selber drauflegen. Das Problem ist, du hast kein einziges Pokémon drauf gehabt, deswegen macht es keinen Sinn. So, wir haben Aquana gezogen. Wir können es direkt weiterentwickeln und direkt angreifen mit Quick Attack, sprich Ruckzuckhieb, weil dieses Mal wird es das Glumanda besiegen. Zum Glück, weil wir haben Kopf geworfen. So. Da kommt ein Ponita. Das Ponita kenne ich noch gar nicht, deswegen gucke ich mir das mal gleich genau an. Wir haben eine Standardattacke mit 10 KP Schaden. So. Nein, ich Pokémon Power Check, Opponents Play Arena, Opponents Pokémon, Kick und Firework. Naja, dieses Ponita ist an sich eine Scheißkarte. So, nochmal eine Wasserenergie auf Aquana, damit wir Aquaknarre einsetzen können. Das tut nämlich ziemlich weh. Aber da ja keine Schwäche gegenüber Wasser da ist, können wir nicht weiter davon profitieren, aber immerhin können wir ein bisschen mehr Schaden machen. So, 20 KP Schaden bekommen, das macht nichts. Wir haben jetzt einen Dark Golduck bekommen, also ein dunkles Enteron mit Reiter Psycho-Attacken. Interessant, nicht? So, wir tun mal direkt hier die Psychoenergie auf Gastly drauf und wir setzen mal direkt Professor Eich ein, weil ich denke, wir könnten eine neue Hand gebrauchen. Also wenn ihr versteht, was ich meine. Und da ist schon unser Enton, ein Typno und noch viele weitere Pokémon. So, Bild eingesetzt. Mit Trank. Das kann ich jetzt gut gebrauchen. Was tue ich auf die Bank legen? Ich weiß es nicht ganz genau. Soll ich das mit Sterno machen? Aber Sterno an sich ist nicht schlecht, weil eine Energiekarte und 20 KP Schaden. Auf jeden Fall besiegen wir jetzt mal dieses Ponita. Und wir haben Tauros. So, Vulpix. Vulpix an sich ist ein ziemlich nervendes Pokémon, weil es kann mit zwei Energiekarten Konfustrahl einsetzen, was uns verwirren könnte. Aber der hat keine zwei Pokémon, zwei Energiekarten und demzufolge ist das Pokémon wehrlos.
greifen wir direkt hier mit Aqua-Knarre nochmal an, 30 KP Schaden und hoffen, dass der Gegner jetzt nicht, okay, der will sein anderes Holpix aufbauen. Macht natürlich Sinn. Ich warte nochmal ab, bevor ich eine weitere Energiekarte auf Aquana drauflege, weil ich bin mir nicht sicher. Ah, da haben wir Snami, perfekt. Weil ich glaube, dieses Vulpix hat die... Nee, hat er nicht. Hat nicht die Möglichkeit, Kampfstrahl zu setzen, aber wer weiß, das kann sich jetzt ändern. Ja. So, Kampfstrahl. Weil Kampfstrahl ist ziemlich nervend, weil zum Glück schlägt die Attacke jetzt ja, mehr oder weniger fehl, weil es fügt nur Schaden zu. Normalerweise kann es uns auch noch verwirren, wenn er Kopf wirft. Und das kann ziemlich nerven. So, ist eigentlich scheißegal, ob wir jetzt noch eine Energiekarte auf Aquana legen, weil die 30 KP Schaden, die wir es jetzt hinzufügen, das reicht eigentlich aus. So, sind wir jetzt verwirrt? Leider ja. Leider. Weil jetzt haben wir das Problem, dass wir jedes Mal Kopf werfen müssen, um anzugreifen. Wenn wir das verkacken mit Zahl, dann kriegen wir 20 KP Schaden. Sehr nervend, ich weiß. So, wir entwickeln mal unser Sternnutz-Stami weiter. Und ich hoffe, dass wir jetzt angreifen können. Jawohl, perfekt, es geht durch. Läuft ja bislang wie am Schnürchen. Und noch ein Taurus. Ah, ich habe gar nicht gesehen, dass der keine Pokémon auf der Bank hat. Ja, so schnell kann es gehen. Wir haben es geschafft. Wir haben die Burg eingenommen quasi und wir bekommen jetzt ein paar Booster Packs. Mal wieder Team Rocket Booster Packs und wir haben ein dunkles Raichu gezogen. Ein Impitak und dann. What the fuck, wie sieht diese Scharniere aus? Ohne Scheiß. Manchmal denke ich echt, die Artworks von den ganzen Pokémon-Karten hier, die sehen aus. Ohne Scheiß, dieses Scharniere sieht aus wie eine Missgeburt. Sorry, aber es ist so. Ein Fleckmon. Natürlich, es kann kaum was machen. Also die Fleckmon-Karten, die waren immer so scheiße. Wobei diese Karte kann wenigstens Schaden hinzufügen. Und noch ein Pokémon, Team Rocket Booster. Mit einem Garados. So, Max Revive. Ja. Interessant. Zwei Energiekarten für ein Pokémon aus dem Ablagestapel. So. Dann haben wir noch die Magma-Münze bekommen. Ich finde Magma an sich gar nicht mal so schlecht, aber ich finde die Münze scheiße. Wir lassen es mal bei Stami. So, die Fighting Fortress müssen wir jetzt hingehen, also zur Kampfburg. Gucken wir uns mal an, wie das da ausschaut. Also die Erkältung, die ist nicht so wirklich weg bei mir. Meine Nase ist wieder ein bisschen voll, aber das ist scheißegal. So, Mann, das nervt. So, wir können jetzt eigentlich hier rein. Doch nicht. Psyduck. Das heißt, wir müssen eine andere Burg einnehmen zuerst. Da können wir nicht rein, da können wir auch nicht rein. Ich denke mal, hier müssen wir jetzt hin. Wir müssen nämlich die Enton-Münze bekommen. Ich glaube, das habe ich sogar, dieses Turtok. Cool. Weil er wollte ein dunkles Turtok haben. Und der hat getauscht gegen diesen Turtok. Und zwar ist das
ein nicht so schlechtes Turtok. Ich muss mir gerade durchlesen, was es kann. Nicht schlecht. Man kann so viele Wasser in die Karten drauflegen, wie man lustig ist. Und Hydropumpe ist halt genauso wie Ackerknarre, nur ein bisschen stärker. Ich glaube, das normale Turtok konnte das auch. Ich bin mir gerade nicht sicher, aber auf jeden Fall ist dieses Turtok gar nicht mal so schlecht. So. Die ganzen Leute, die wollen hier gar nicht duellieren. Ja, anscheinend nicht. Oh. Oh!